Erst heute zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung. Sturm die Fabienne hat in vielen oberfränkischen Ortschaften gewütet und Dächer abgedeckt, wie hier in der kleinen Gemeinde Untersteinach. Auf der B22 zwischen Burg Windheim und Ebrach sind die Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz, um die Straße freizusägen. Für eine 78-jährige Spaziergängerin wurde das Sturmtief zum Verhängnis. Der einzige tragische Fall ist in Ebrach passiert, wo eine Person durch einen Hauptabsturz in Ast erschlagen worden ist. Dieses Haus in Niederolm bei Mainz ist jetzt unbewohnbar. Orkanartige Böen haben Dächer abgedeckt, Gegenstände durch die Luft gewirbelt. Die Anwohner versuchen, Wege und Zufahrten freizuräumen. So was habe ich hier noch nicht erlebt. Und ich wohne jetzt seit 50 Jahren hier, aber so einen Sturm habe ich noch nicht mitgekriegt. Durch umgekippte Strommasten fällt in einigen Orten in Rheinhessen zeitweise der Strom aus. Dieser dicke Ast bricht während des Sturms in Darmstadt und begräbt zwei Autos unter sich. Auch das Dach des Mehrfamilienhauses wird vom Ast durchschlagen. Auch andere umliegende Gebäude müssen geräumt werden. 36 Menschen werden in Sicherheit gebracht. Das hat ganz laut ein Geräusch gemacht und dann habe ich rausgeschaut und da ist ein Baum eingestürzt. Also so ein großer Ast von dem Baum ist da einfach abgebrochen. Und diesmal hat die Feuerwehr gesagt, dass der Baum so einsturzgefährdet ist, dass die uns evakuiert haben. In Darmstadt gibt es nach Angaben der Behörden nur leicht Verletzte. Auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg tobt das Sturmtief Fabienne heftig, deckt Dächer ab und entwurzelt Bäume. Der Dachstuhl dieses Hauses in Münster liegt fast komplett auf der Straße. Wir haben Schadensbilder von abgedeckten Dächern über Bauzäune, die umgefallen sind, und auch Verkehrsunfälle, wo Personen in umgefallene Bäume reingefahren sind. Die Einsätze der Rettungskräfte dauern bis tief in die Nacht.